Der heutige Podcast-Tipp nimmt euch mit auf eine sehr lange und vor allem lebensverändernde Reise. Für eine Berliner Familie geht's ans andere Ende der Welt. Wir wohnen in Prenzlauer Berg, wie ein kleines Dorf mitten in der Stadt. Und genau dieses Dorf verlassen wir jetzt und lösen den größten Teil unseres Haushalts auf. Da war immer noch was und dann wenig Schlaf. Wir machen alles zum letzten Mal. Das letzte Mal Geigenunterricht. Das letzte Mal Klassenfahrt, das letzte Mal die Familie sehen. Und dann ist es soweit, wir schließen ein letztes Mal unsere Haustür. Das waren Jenny und Chris und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Heute empfehlen wir euch Holy Sheep. Jenny und Chris haben sich zusammen mit ihren drei Kindern auf eine lange Reise gemacht. Ihr Ziel: Neuseeland. Aber statt in den Flieger zu steigen, haben sie sich überlegt, sie nehmen zumindest für einen Teil der Strecke den Zug. Also geht's 6000 Kilometer von Berlin unter anderem durch Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, die Türkei und Iran und irgendwann dann nach Neuseeland. Jenny und Chris halten alles fest, als Blog, online, auf Instagram und vor allem in ihrem Podcast Holy Sheep. Der heißt übrigens so, weil Neuseeland fast mehr Schafe als Menschen hat, aber das war nur eine Inspiration für den Titel, wie Jenny in einer der ersten Folgen verrät. Und er ist auch eine Anspielung an den Ausdruck Holy Scheibenkleister, denn genau das habe ich gedacht, als ich erfahren habe, dass Chris aus Neuseeland kommt. Denn ich war gerade auf einer Weltreise, als ich Chris kennenlernte in Südamerika. Und bevor ich in Deutschland losgeflogen bin, habe ich gesagt, mich kann es überall hin verschlagen auf der Welt, aber ich möchte nicht nach Neuseeland und Australien. In der ersten Staffel des Podcasts Holy Sheep geht es ums letzte Jahr in Deutschland und um alle Vorbereitungen, die es fürs Auswandern zu treffen gilt. Und dann geht's endlich los. Wir sind jetzt gerade am Bahnhof und verabschieden uns von meinen Eltern. Hier gibt es noch ein Fotoshooting. Moment, ich will auch mit drauf. Das ist unser erster Zug, zwei Wagen. Wo müssen wir rein mit dem Kinderwagen? Hier? Hier. Rein. Tschüss. Tschüss, ne? Tschüss, Papa. Komm. Holy Sheep liefert einen Reisebericht voll mit Tipps fürs Reisen mit und ohne Familie und zeigt auch unschöne und ungeplante Momente, die man unterwegs erleben kann. Zum Beispiel, wenn plötzlich alle mit einem Magen-Darm-Virus flach liegen. Mittlerweile ist die Familie am Ziel angekommen. Wer ganz neu in den Podcast einsteigt, dem empfiehlt Host Jenny die Folge zum ersten Geburtstag des Podcasts. Da gibt es ganz viele Rückblicke und die Folge wurde auch schon in Neuseeland aufgenommen. Holy Sheep ist ein privat produzierter Podcast. Jenny und Chris haben noch nicht genug gesehen und nehmen ihr Publikum weiter mit bis ans andere Ende der Welt. Und wer diesen Podcast hört, der weiß, Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge des Podcast-Podcasts. Mehr Empfehlungen vom Podcast-Radio Detektor FM hört ihr täglich von uns auf der Plattform eurer Wahl. Kommentiert unsere Folge, lasst uns ein Like da und empfehlt den Podcast-Podcast weiter an einen anderen Podcast-Junkie. Dieser Tipp kam von Anja Bolle, Redaktion Doreen Rothmann und Joanna Voss, Moderation Ina Lebetjew, Produktion Stanley Baldauf. Morgen empfiehlt euch der Filmkritiker und Moderator Knut Elstermann seinen Lieblingspodcast. Wir hören uns.